Lange Zeit war es nicht einmal klar, ob es überhaupt einen zweiten Teil zum Action-Blockbuster Pacific Rim geben wird. Dies wurde aber im März 2014 offiziell von Regisseur Guillermo del Toro bestätigt. Es wird nämlich 2017, im Juli 2017, Pacific Rim 2 geben. Der sollte aber in eine ganz andere Richtung gehen und etwas ganz Neues einschlagen. Also ist eigentlich auch irgendwie klar, weil man kann ja nicht genau wie im ersten Teil wieder Roboter gegen Kaijus kämpfen lassen. Besser gesagt Jäger gegen Kaijus. Wird ja sonst auch langweilig. Der hat sich da was ganz Neues einfallen lassen. Besser gesagt, er wird sich da was ganz Neues einfallen lassen. Deshalb bin ich sehr gespannt drauf. Was er aber gestern bekannt gegeben hat, dass er nicht nur an einem zweiten Teil, sondern bereits fest an einem dritten Teil arbeitet. Das heißt, Teil 2 und 3 liegen ganz eng zusammen und werden dann dicht hintereinander folgen, 2017 und 2019. Das ist eine sehr große Nachricht für alle Fans von Kaijus, von Monstern. Und auch ich freue mich, weil ich fand den ersten Teil echt gut gelungen. War wirklich geiler Soundtrack, coole Effekte, cooles 3D. Deshalb würde mich jetzt eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Was haltet ihr davon, dass nicht nur Pacific Rim 2, sondern auch noch Pacific Rim 3 kurz hintereinander kommen werden? Und wieder natürlich mit Regisseur Guillermo del Toro. Das würde mich, wie gesagt, interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir jetzt gerne einen Daumen nach oben geben und mich abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.